Hallihallo und herzlich willkommen zu Minecraft Live in the Woods mit Anduin. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit, ja, raus geht's. Unser Dorf will größer werden. Metropole. Ja, hoppala. Da geht's raus, ich gehe mal. Und unsere Metropole will größer werden. Oder ist groß genug, kommt nicht mehr aus der Tür. So, da haben wir der Apfelbaum ist gewachsen. Apfel, noch ein Apfel. Coolo, ja. Noch ein Apfel. Voll schön. Ja, total ist schön. Total schön. Es gehört dann nur Abwechslung rein in den Obstgarten. Ja. So nach und nach. Oh, schau, wie sich das Feld wiegt. Ah ja, das Feld, genau, das muss ich mir dann noch anschauen. Na, dann gebe ich das Zeugs da gleich mal zur Seite. Ja, was haben wir denn vor? Also ich will die Wasserstraße da vorne durchgängig machen. Der Canale Grande. Das Feld sollte hier mehr werden. Also noch ein bisschen Kompost anbauen und so Sachen. Und vielleicht stecke ich mir die Mühle aus, wo da oben der Bärengarten ist, der kommt weg. Den werde ich irgendwo herunten ansiedeln. Ja, oder auf den großen Hügel rauf, links vom Bauernhaus. Ja, genau. Da sind ja schon jede Menge Bären. Da würde er ja auch hinpassen. Was? Ich komme da zu dem einen Apfel. Also jetzt. Gar nicht so einfach. Ja, bist du zu klein für den großen Apfel? Nein, der Baum ist zu klein für mich großen Rittersmann. Okay. Ja. Ja, wirklich. Schaust du kurz, wenn du da drüben bist, in die Kompostkiste rein, ob schon Kompost? Bin ich nicht. Okay. Ich wühle nicht im Dreck. Beim letzten Mal Dreck gewühlt. Ich dachte, da kriegt du bist man dann so Wühlmaus. Komische Bemerkungen geschrieben. Ja, du bist Wühlmaus. Ja, genau. Ja. So, na servus. Was? Ich krieg da gerade kann einen Apfelstand aufmachen. Cool. Ja, da kommen wirklich viele runter. Ihre. Gut, aber. Es wird einmal so sein, dass da auch noch andere Obstbäume stehen werden und dann passt sie wieder. Mhm. Dann magst du einen Obst schon. Genau. Ja, bei so einem großen Feld braucht man eine Mühle. Und so, Eseln, wir brauchen Eseln. Haben wir schon einen. Wen meinst du jetzt da genau? Naja, männlich. Bleiben nicht viel über. Okay. So. Sprich ja nur aus, was sich die Tiber denkt. Ah, du siehst es so wie ich. Nein, ich sehe es nicht so. Ich habe gesagt, ich spreche nur aus, was du dir denkst. Ja, ist okay. Nein, das habe ich mir aber nicht gedacht. So, wie viele Äpfel haben wir? 62 Stück. Wow. Das ist super. Schrecken. So, runter geht's da in den... Ja, was willst du eigentlich machen heute? Nahrungsmittelkeller. Ja, wir haben ja noch ein Thema offen für unseren Bau da drüben. Wir brauchen ja, oder haben ja gesagt, da wollen wir einen normalen Steinziegel verwenden. Und dafür Cobblestone fehlt uns. Benötigen wir Cobblestone. Und für Cobblestone benötigen wir eine Farm. Cobblestone Farm, ja. Vielleicht einfach aufgrund der vielen Steine, die es jetzt gibt, da verschiedene zu wenig Cobblestone Minen rauskriegen. Eigentlich haben wir nur nicht ein Stück. Stimmt, ja. Geht total ab. Ja. Und da haben die Tiber und ich vor der Aufnahme schon ein bisschen geplaudert, wo wir das hinbauen. Und das werden wir dort ansiedeln, wo die Schmiede und so hinkommt, da drüben. Mhm. Das heißt, da in den Überhang, neben ne? dem Thema, dass wir hier da
das abgeflacht haben, wo dann diese neuen Gebäude raufkommen. Ja. Brauchen wir jetzt da so, drüben. Ich schaue kurz zur Kompostkiste. Und ich werde das aber, glaube ich, gleich unterirdisch anlegen. Gleich, dass gleich fix bleibt, oder? Das, genau, das dann, wenn wir schon na gut. Das Thema angehen, dass es dann gleich einen fixen Standort hat. Ja, das Ganze soll ja hier rüberkommen, da soll es da mal eine Brücke geben. Irgendwann. Ja. So. Und da rein soll der Mineneingang kommen und die Schmiede, beziehungsweise halt die Erzschmelze, das soll alles da stattfinden. Jetzt könnte man entweder da reingraben. Das ist halt die Frage, wie breit das Ganze da ist. Oh, da schon her, da kann man. Schon wieder Regen, ich mag den Regen nicht. Ja, da geht man mittlerweile auch ein bisschen wohin. Ab und zu Regen ist ja gut, aber dauerhaft Regen bei jeder Aufnahme. Ist grauslich. Bäh. Okay, naja, das wäre ja mit der Breite da so, das ich Ganze. Mein Innen da kaum frei. Sorry. Ja. So, ein bisschen dunkel ist das Ganze. Sollten wir dann nicht auf Tag, also auf trockenes Wetter umstellen? Bitte. Zum Bauen. Ja, Sonne. Ist doch gleich viel freundlicher. So, dann bringen wir da mal eine Fackel an, eine provisorische. Dann graben wir sich da ein Stück rein. Da wird dann irgendwann wird da der Mineneingang ein großer herkommen. Und da so ja, ein kleines Häuschen. Die Minenarbeiter und so weiter und in der Stolleneingang integriert und da kommt dann so die Schmiede her. Ja, und wenn da der Mineneingang sowieso reinkommt, so, dann werden wir da jetzt einmal ein Loch machen. Das haue ich auch gleich rein. Es wird ja, kommt ja sowieso jede Menge nach. Provisorisch mal ein Stück nach unten bauen. So, 25 kann ich mal wieder herstellen. 26, ja, wow. So, besser. Gut. So, dann nehmen wir dann noch weg. Ah, Erde ist immer gut. Ah, ich sehe die Fackel. Cool. So. Gut, Canale Grande. So. Das Hafengebäude kommt dann hier unten hin. Ups. Ja, da muss ich durch. Ja, doch. Da haben wir schon Platz, da kommen wir schon ein Stück nach vor. So. Okay, da muss ich was aufbauen. Da treibt es einen doch ganz schön hin und her. Ha.
jetzt. So. Da können wir fast einen kleinen Leuchtturm bauen. Was, wo denn? Ja, weiß nicht. Irgendwo ein Leuchtturm. Ach so, generell meinst du. Okay. Ja. Jo. Warum nicht? So, du bist unter der Erde, oder? Ja. Das flache ich da mal ab. Und da, es wird nämlich schon wieder Nacht. So. Ja, wir haben hier Schwierigkeitsgrad mal. Ja, ist egal, ne? Ach so, wegen Sehen. Ja, da. Wegen Sehen. Ja, da müsstest mir du jetzt Bescheid geben, weil wir ja, da bitte, länger herum. Bitte auf sein. Nacht. Auf Tag. Dankeschön. Und schon haben wir die Morgenröte. Sehr schön, sehr schön. Ist das wird eine Blumeninsel, jetzt weiß ich's. So, jetzt schauen wir mal oben ungefähr, wie groß da die Fläche ist. Und dann mal diesen Raum da unterirdisch ungefähr machen, so auf Höhe dieses Tals. Und zwar hätten wir da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, so. 9, 10, 11, 12. Gut, da ist es. Auf der Seite hätten wir 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Was bist du? Quarzit. 20, okay, raus damit. 20, ja. Was bist du? 12 mal 24. Speckstein. 12, 24. Und da haben wir. Was rechnest du Großartiges? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 15, 16. Das mache ich auch auf. Das gefällt mir so nämlich nicht. Und da will ich noch durchbuddeln. Also 30 hätten wir da insgesamt, zu viel braucht man gar nicht. Naja, ich schaue ungefähr, wie groß der Raum da der unterirdische werden kann. So, gut, runter wieder. Ja, Schiefchen, ich will da durchbuddeln. Jetzt wirst du gleich schön schauen, wie ich buddle. Ups, falsches Werkzeug. Dann kommst du auch viel leichter durch, ja. 10. Elf. 12. Komm, geh weg. Oh, sorry, scharf. Ja. Dann haben wir die 12, dann nehmen wir da 1, 2, 3, 4. Bringen die da ein. Dann machen wir das da ziemlich steil. Ja, und da unten soll dann so eine Cobblestone-Farm entstehen und ich hätte die gerne, ehrlich gesagt, vollautomatisch. Mal dann schauen, wie wir das hinbekommen am besten. Okay. Allzu viel Erfahrung habe ich mit dem Teil noch nicht, weil bisher haben wir immer Maps gehabt, wo Cobblestone eigentlich in Hülle und Fülle war. Ja. Das heißt, wir haben noch nie das Thema gehabt, eine Cobblestone-Farm bauen zu müssen, aber das werden wir, glaube ich, hinbekommen. Denke ich auch. Und ein bisschen Bastelei und Gipfrimmel. Gipfrimmel und Bastelei, ja. Super. 5. So, hey, da ist ja noch Platz. Ja, da bleibst. Na.
mit der Minecraft-Aufnahme gestartet und bin nur halb auf dem Sessel. In der Arbeitsposition. 1, 2, 3, 4. Rutscht vom Sessel 5, runter. 6, 7, 8, 9, 10, so. 11, 12. So, das sollte es sein. Schauen wir mal. So. So. Gut, dann haben wir da die Seiten Länge. Will ich nicht verwurschten. So, dann da mal wieder eine Fackel. Und dann irgendwann da drinnen auch eine ordentliche Beleuchtung anbringen. Irgendwann soll ja das ganze monsterfest sein. Alles, was ja, monsterresistent, stimmt. Ist auch noch immer ein bisschen ein Thema bei uns drüben im Bauernhaus. Im Erdgeschoss. Irgendwo kommen sie immer wieder daher, gell? Ja, im Erdgeschoss, es sind so ein, zwei Flecken, wo das noch nicht ganz passt mit dem Vierabstand. Aber es ist halt immer schwer da zwischen das Optische, was gleich schaut. Das ist immer so das Thema im Survival-Mode. Und gleichzeitig aber dann monstersicher ist. Ja. Das lässt sich immer nicht ganz vereinbaren. So, geh runter da. Was ist denn das für ein Stein? Der hellgrüne. Der baut sich schwerer ab. So, dass es ein bisschen breiter wird. Für die Gondolas. Gondolieres. Für die Gondolieres. So, da geh ich schon mal einen Kies rein. Ups. Ja, dann schaut das besser aus. Gehoben, dass wir die nächste Fackel dran bringen. So, aber jetzt nehmen wir die jetzt Erde weg. Das alles. Was ist denn das Rote? Was schmeißen wir da raus, dass wir was nehmen können? Yippie! Ah, Rettich. Ach, was sind das? Süßkartoffel, cool. So, dann kommt da wieder eine Fackel her. Dann gehen wir es von der anderen Seite an, zwecks Kontrolle. So, den Sand. Weg mit dem Sand. Diorit. 1, 2, 3. Ja. Was denn? Ich wollte gerade die Schaufel an die Wand hängen. Ja, statt der Fackel. Denk mal hin, die tut sich nichts. So.
Sehr schön, sehr schön. Jetzt haben wir da Diorit. Warum schaut der Diorit? Achso, ja, stimmt. Blödsinn, wir sind ja bei Life in the Woods, also Minecraft Version 1.7.10. Und da gibt's ja den Original-Diorit noch nicht. So. Ja, für den wäre eigentlich eine schöne Textur. Ist fast so durchgängig. Conquest. Hat diese ganzen Steinarten hat es ja noch nicht gegeben, ne? Von 1.7.10. Reden wir da richtig? Glaube nicht. So, unsere Folge ist vorbei. Und es regnet. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch, schaut wieder rein, wenn wir unser Werk hier weiterbauen und wie es weitergeht. Und bis dahin, ciao. Tschüss.